Bei Schambis und Schätzchen gibt es nur ausgewählte Teile. Alles echte Einzelstücke, alle alt und gerade deswegen heiß begehrt. Ich glaube, es liegt daran, dass die Individualität gefragter ist als früher. Also, dass man nicht mehr Sachen von der Stange haben möchte, sondern dass man irgendwas findet, was so ganz einmalig ist. Bereits zum vierten Mal zieht der Flohmarkt-Trendsetter aus der ganzen Region an. Dieses Mal wollen die Veranstalter noch eins draufsetzen. Sie suchen Offenbachs Styling Queen. Frei nach dem Motto: New York, Paris, Offenbach zeigt der Welt, dass auch wir wissen, wie Style geht. Und ich würde sagen, los geht's! 30 Minuten haben die Teilnehmerinnen, um sich aus dem reichen Fundus ein Outfit zusammenzustellen. Schnell wird klar, ein normaler Flohmarkt ist das hier nicht. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich alles wasche und bügel und dass es keine anonymen Sachen sind, sondern dass ich die in einem Tauschgeschäft immer zusammentrage. Also Leute bringen mir ihre, oder ich hole die auch ab, oder sie bringen mir die, ihre alten Sachen, bekommen dafür einen Gutschein, den sie im Laden wieder einlösen können und sind quasi Teil von diesem Laden. Also es ist nicht einfach was ganz Anonymes, sondern es ist was sehr Gemeinschaftliches und es ist mehr so ein Eventgefühl, was man hat. Und schließlich ist es soweit. Die drei stellen sich dem Urteil der Jury. Es ist knapp. Mit nur einem Punkt liegt schließlich Isabel Schmidt vorne. Weil sie sich getraut hat, irgendwie so ein bisschen was Extravagantes zu machen. Isabel hat das wirklich gut gemacht, gut zusammengestellt, finde ich. Die sichtlich glückliche Isabel darf ihr Siegeroutfit mit nach Hause nehmen. Noch kurz Pausen für die Fotografen und dann ist die ganze Aufregung auch schon wieder vorbei. Letztendlich geht es allen hier ja nur um den Spaß und um tolle Klamotten. Die machen ja bekanntlich glücklich. Und auch diese kleine Styling-Queen scheint mit ihrer Beute sehr zufrieden.